Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Abi-Hari. Servus, grüß euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es um die Abi geht. So, ich habe ja die Unterwäsche gemacht bei der Abi mit meinem Hochstapler. Ich bin ein Hochstapler. Mit meiner Hebebühne. Und ich habe die Abi außen sauber putzt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, sie schaut fast aus wie neu. Und das hätte ich fast nicht gedacht, aus dem Grund, die Abi hat an der Seite so reflektierende Streifen gehabt und die sind echt schlecht weggegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir schon gedacht, oh mein Gott, hoffentlich wird das wieder, hoffentlich bringe ich das wieder hin. Aber ich habe da meine Tricks beim Waschen und verrate jetzt einfach gar nicht. Habe da meine Tricks, weil ich kenne die AP fast in- und auswendig und ich weiß, wie der Lack reagiert und was er macht, wenn der AP hat ich das richtig gemacht. Und jetzt schauen wir uns die AP mal an. Ihr seid dabei. Die Radkappen liegen hier. Und da muss ich doch sagen, die sieht echt wieder klasse aus. Sieht da echt wieder klasse aus. Da sind ein paar ganz, ganz kleine Kratzer drin. Da spitzelt meine auch schon wieder raus. Da bin ich auch gerade am Machen. Standheizung, Kopfwiegel, alles was dazugehört. Die schaut da wieder richtig klasse aus. Jetzt müssen wir nur noch das Kunststoff, wie immer, müssen wir aufarbeiten, das schaut nicht toll aus. Innen drin hat der Vorbesitzer hier für die Standheizung so Puzzlematten, wo man für die Kinder kennt, hat der da rein gemacht. Da muss ich aber auch mal unten reingucken, da liegen nur 4 Reifen drin. Aber so sieht es jetzt echt wieder klasse aus, muss ich wirklich sagen. Ja, so alt ist die auch nicht. Der Vergaser hängt da schief, seht ihr das? Hängt leicht schief, na, die sieht das. Und wie gesagt, der echte 25er Dreigang. Mit. Kilometer. Aber die ist echt wieder klasse geworden. Fast wie neu. Aber ich kann euch eins versprechen. Eins kann ich euch versprechen. Wenn der Harry die fertig hat, dann sieht die wirklich aus wie fast wie neu. Und ich stehe einfach auf die neuen Modelle. Ich stehe total auf die neuen Modelle. Mit den LED-Lichtern, da stehe ich total drauf und der Tacho gefällt mir auch viel besser. Gell? Ich bin jetzt richtig zufrieden, ohne Schmarrn. Ich habe jetzt zwar bestimmt 2 Stunden gebraucht, nur Unterwäsche und außen waschen. Und wie gesagt, bei der Außenwäsche, wenn die nicht so toll ist, da habe ich meine Tricks, da kenne ich mich aus. Und dann kommt das auch raus wie frisch poliert, gell? Ja, da kommt raus wie frisch poliert. Einfach klasse. Ich bin echt zufrieden. Ohne Schmarrn, ich bin echt zufrieden. Mich freut das wie die Sau. Und ich würde sagen, das war's schon wieder in Sachen Putzen. Es geht dann weiter innen. Dann natürlich den Motor durchchecken. Ich schaue einfach alles nach. Wie gesagt, Vergaser schief, das gefällt mir, sowas lasse ich nie so. Er war eigentlich erst beim Kundendienst. Mit der Ape bin ich gespannt, was alles rauskommt, was nicht so ist, wie mir das gefällt. Und das werden wir dann auch erörtern, da werde ich ein Video drüber machen. Ich werde aber nicht verraten, wo der Kundendienst war, weil, schauen wir mal. Wenn es sehr positiv war, können wir es verraten, wo der war. Also, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, ihr seid 6 Mal wieder dabei, wenn es heißt, da ist der Ape-Hari. Jetzt geht es wieder rund mit der Ape. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund, bleib wie Fisch. Schalt wieder ein, wenn ich wieder da bin. Danke dir, ciao, servus, mach's gut.